Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge der Philipp Reich Show. Heute ist Micha André zu Gast. Micha ist Mittelblocker bei den SVD Powervolleys in Düren und somit ehemaliges Teammitglied von Tim Brossock, den ich in Folge 18 und 19 zu Gast hatte. Wer sich das also noch nicht angehört hat, sollte da unbedingt erstmal reinschalten, weil die Podcasts schon ein bisschen aufeinander aufbauen. An all die anderen, die den Podcast mit Tim schon gehört haben, euch wünsche ich sehr viel Spaß. Hi Michael, schön, dass du da bist. Ja, moin. Wir schreiben den 30.04.2022. Berlin ist eben gerade Meister geworden. Und wir haben eben schon drüber gesprochen, wir haben beide geguckt. Was sagst du dazu? Ich lasse mal die Frage ganz offen. Also ich hatte Berlin auf dem Zettel, also auch nach dem 2-0. Ist natürlich jetzt einfach gesagt, aber ich hatte schon auf dem Zettel, dass sie nochmal zurückkommen. War natürlich mega spannend. Auch das letzte Spiel war so knapp. Und ja, natürlich hätte es sich Friedrichshafen verdient gehabt, weil sie halt auch wirklich geil gezockt haben. Aber naja, am Ende hat sich vielleicht auch Berlin mit der ein oder anderen individuellen Stärke mehr durchgesetzt. Allein dieser letzte Ball war so krank. Also über den werde ich immer noch nicht fertig. Wie den Danani da irgendwo noch ans Netz baggert über, keine war Ahnung, perfekt, was das war. Perfekt ans Netz. So krass. Also wie viele Meter waren das? Irgendwie das waren, ich würde sagen, 18? Ja, ungefähr. Ja. Es ist so krank. In der Situation und Tim macht natürlich dann das Play perfekt, aber das war so krass. Ja. Ja, oh gut, Mann, ey. Und dann halt in der Max-Schmeling-Halle, die brennt und ja, das ist, also man hat schon gesehen, Friedrichshafen hat alles probiert und alles reingesteckt. Am Ende hat es nicht gereicht, aber trotzdem Glückwunsch an beide Teams. Ne? Ja, es war, also ich weiß nicht, wann es die letzte Finalserie gab, die so krass knapp war. Also ich muss ehrlich sein, ich kriege das ab jetzt auch erst so doll mit, weil eben die Jungs vom Bounce House so gute Arbeit leisten, da das zu zeigen, auch gute Werbung dafür zu machen. Das ist ja auch so krass. Und wie gesagt, keine Ahnung, wann es letztes Mal so knapp war, aber es hat so viel Spaß gemacht zu gucken. Es war ja jedes Spiel so knapp. Sogar das Spiel, wo Berlin 3-0 gewinnt, war ja heftig, oder? Ja, man muss halt sagen, dass die Zeiten sind vorbei, dass Berlin halt ganz vorne an der Spitze dominiert und kein Team mehr da irgendwo dran riechen kann und so weiter. Es wird immer enger und ja, bei uns hat es leider im Halbfinale nicht geklappt, aber trotzdem, Frankfurt hat sich auch ganz gut geschlagen und ja, unser Ziel ist es natürlich, diese Lücke weiter zu füllen und auch weiter nach oben zu orientieren als nach unten. Das war die perfekte Überleitung zu dir und zu deinem Team. Du spielst ja in Düren und ihr habt jetzt mit der Bronzemedaille abgeschlossen. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr euch das von vornherein vorgenommen habt, aber ich glaube, es ist auch ein tolles Ergebnis ist für euch. Ja, also natürlich war es ein gutes Ergebnis. Am Ende ist es immer so die Vorgabe von der Geschäftsführung und vom Board, dass ein Halbfinale so das Mindestziel wäre. Aber okay. Wenn man so gesehen hat, wie wir auch die Zwischenrunde gespielt haben, ja, die haben wir, glaube ich, von allen Teams am souveränsten gespielt. Danach kamen 11 Corona-Fälle bei uns im Team. Und dann war so ein bisschen, also ohne jetzt eine Ausrede zu finden, aber da war der Energielevel am Ende auch ein anderer. Das Momentum war gebrochen dadurch. Wir haben 2 Wochen an Training verpasst. Und das hat uns ein bisschen ins Fleisch geschnitten. Aber ja. Für eine gute Saison braucht man halt auch ein bisschen Glück zum Teil. Und also erstmal was Verletzungen angeht, aber auch ja, das Gesundheitliche und der Aspekt Corona. Da muss man, das ist halt auch gerade noch ein Lernprozess. Wie geht man damit um, langfristig auch? Weil es wird jetzt auch nicht von jetzt auf gleich verschwinden.
Einige Teams oder viele Teams hatten schon am Anfang der Saison oder Mitte der Saison damit zu kämpfen, konnten dadurch auch nicht so gut performen und wir hatten am Ende das Pech, dass es am Ende kam. Haben das natürlich auch, ja, als wir es gehört haben, dachten wir, ja, okay, jetzt eine Woche Füße hoch und dann starten wir wieder voll und so weiter. So einfach ist das nicht. Das Ja. ist erstmal reagiert jeder individuell selber anders und der eine braucht ein bisschen länger. Und dann ist es natürlich auch schwierig für den Coach, wie macht er das im Training? Wie ist das Protokoll für die Wiedereingliederung etc.? Und das ist ja tricky und ja, da sind wir immer noch im Lernprozess. Ja, das war ja wirklich eine extrem ungünstig. Ihr habt ja die Hauptrunde habt ihr auch also extrem gut gespielt, Zwischenrunde dann auch super. Und man hat ja mal die Umfragen gesehen, auch im Bounce House, als ihr die Spiele gegen Friedrichshafen hattet im Halbfinale. Eigentlich haben euch ja immer alle vorne gesehen, einfach nur, weil die Leute die Spiele kannten oder wie ihr spielen könnt. Und Ja. ja. Es war dann eben mega bitter, dass es nicht gereicht hat. Und ich denke mal, dass Corona sicherlich dann ein Faktor ist. 11 Spieler waren bei euch betroffen, echt? Ja, 11 Spieler. 11 Spieler Krass. zusammen zur gleichen Zeit. Und ja, davor hatte noch ein Tim irgendwie 2 Wochen vorher und ein Tomasch 2 Wochen vorher. Also eigentlich hatte jeder im Team Corona, einschließlich des Trainers. Aber naja, so ist es nun mal. Man muss auch sagen, dass Friedrichshafen am Ende der Saison und über die Playoffs halt auch gewachsen ist und sich verbessert hat und deutlich besser noch gespielt hat als in der regulären Saison oder halt in der Zwischenrunde. Also da auch Props raus, weil die sind, ja, die haben am Ende auch sehr viele erfahrene Spieler auf dem Spielfeld, international erfahrene und das hat uns vielleicht am Ende auch ein bisschen gefehlt, diese internationale Erfahrung auf das ganze Team gesehen. Da war Friedrichshafen noch ein bisschen besser aufgestellt. Ja, wobei ich das Gefühl hatte, dass eure Mannschaft dann, wie gesagt, vor allem in der Hauptrunde ganz viel über die Athletik kam, Ja. wo wir am Ende eben, ich sag mal, wo dann. Also wir haben es ja alle gesehen, im Halbfinale ist dann ziemlich alles über Tobi gelaufen, weil der eben dann auch hinten raus in den Sätzen immer noch die Kraft hatte und Luft hatte, da was zu starten. Und das könnte man vielleicht rein interpretieren, wenn man es jetzt so als Außenstehender betrachtet, dass es gerade dann immer, wenn es in den Sätzen eng wurde, sowieso, aber auch hinten raus in den Spielen, dass sich dann ein bisschen die Puste ausgegangen ist. Und es ist ja logisch, wenn die halbe Mannschaft oder 11 ist ja mehr als die halbe Mannschaft, Covid haben, dann ist es halt, ja, dann passiert eben genau das. Genau. Ja, dich hat es ja nun ganz besonders krass erwischt mit Covid. Und du konntest an der Finalserie ja gar nicht teilnehmen. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen reinsteigen. Ja, also der Virus war gar nicht so schlimm bei mir. Also es hat sich auf jeden Fall nicht so angefühlt. Ich hatte 1,5, 2 Tage hatte ich Symptome. Das hat mich jetzt nicht irgendwie aus den Latschen gekippt. Ich habe mich nach 7 Tagen laut Regel halt freitesten lassen über einen Schnelltest im Testzentrum. Der war negativ und habe mich gut gefühlt, war symptomlos und bin dann leicht ins Training eingestiegen, wie alle anderen auch. Und nach dem zweiten Training, beide Trainingseinheiten waren gut, aber dann im Training, nach dem Training bin ich Auto gefahren und hatte wie so einen Stein auf der Brust. Und ja, hatte Probleme durchzuatmen etc. Habe sofort meinen Teamarzt angerufen und bin direkt durchgefahren zum Krankenhaus. Und die haben Was? mich dann ja direkt in der Notaufnahme durchgecheckt. Und dann machst du halt so Test für Herzinfarkt etc. War natürlich alles negativ. Blutdruck war hoch. Das war halt auch das, was ich am Ende auch gemerkt habe, warum es mir so schlecht ging. Und dann haben sie nochmal einen PCR-Test gemacht und
Der war dann am nächsten Tag immer noch positiv, wo man dann halt auch hinterfragen muss, ist diese Teststrategie von auch der Regierung auch die richtige, ne? Ja. Wenn halt Schnelltests weniger akkurat sind als jetzt PCR-Tests etc. Und ja, da ist halt auch die Frage, ja, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um wieder richtig reinzustarten? Und daraus haben wir jetzt gelernt. Und ich denke, wenn mir das nochmal passieren würde, würde ich mich halt auch PCR testen, ein zweites Mal, um halt zu sehen, okay, wie hoch ist der CT-Wert? Es ist bedenkenlos, wieder zu starten oder nicht. Aber natürlich hatten wir auch nicht so viel Zeit und dann ist halt immer so ein bisschen zu schauen, okay, wann startet man wieder, wann ist es am besten für den Körper und wann ist es am besten für die Periode. Ja, das muss auch jeder Spieler irgendwie für sich selber wissen und dann jeder übernimmt auch selber das Risiko. Ich habe das am Ende so eingeschätzt und ja, mein Körper hat mir am Ende Signale gegeben, die ja, die ich noch nie gemerkt habe, so gesehen. Ja. Hatte das vielleicht auch ein bisschen unterschätzt im Nachhinein. Aber wie gesagt, also ein Lernprozess wurde vor 4 Tagen, also der Arzt hat gesagt, 6 Wochen darf ich keinen Sport machen. Linke Herzmuskel war ein bisschen eingeschränkt von der Pumpleistung, dadurch ein hoher Blutdruck. Sechs Wochen Sportverbot, aber keine Herzmuskelentzündung. Ja. Vor 4 Tagen war ich beim Kardiologen, der hat alles wieder abgesegnet, dass ich langsam wieder starten kann. Also Karriere ist nicht vorbei oder gefährdet oder was auch immer. Dementsprechend für mich persönlich ja, ist das jetzt erstmal wieder positiv. Also am Ende noch glimpflich davon gekommen. Ich meine, klar, du hast jetzt die Finalserie, die Halbfinalserie verpasst. Sei es drum, du bist nicht, oder ja, dir geht es nicht dauerhaft schlecht. Du hast dich wieder ausgeruhen können. Das ist immerhin das Wichtige. Und ja, schön, dass es wieder besser geht, Mann. Das ist wirklich klasse. Wie geht's jetzt nächste Saison weiter? Mit mir oder meinem Team oder wie Nur geht mit dir. es? Mit dir, mit mir geht es ganz normal weiter. Also ich werde jetzt mich wieder einpegeln auf 3, 4 Mal die Woche was machen. So ein bisschen an ein paar Stellschrauben drehen. Das mache ich immer gerne in der Off-Season. Also ein paar Defizite aufbauen in Sachen ja, Knieprobleme oder was auch immer da so ein bisschen ja, an den kleinen Muskeln arbeiten, Stabilität aufbauen etc. Aber ein Spieler mit 36, 37, wird 37 im Sommer, muss halt im Sommer deutlich mehr machen als ein Jungscher mit 25, 26. Also ich muss jetzt schon quasi ab Juni in die Vorvorbereitung gehen, damit ich quasi in der Vorbereitung auf einem ganz guten, ja, Level bin und halt auch nicht zu lange brauche, um wieder auf Niveau zu kommen. Ne? Ja, verstehe, verstehe. Also das ist am Ende immer so ein schmaler Grat und ich möchte ja auch verletzungsfrei oder ohne Verletzungen durch die Saison kommen. Ist nicht immer garantiert, aber wenigstens durch Eigeneinwirkung möchte ich nicht, dass da irgendwas schief geht. Und da muss ich halt fleißig sein. Und ja, bin so gesehen auch ein genetischer Fettsack. Also ich neige dazu, ziemlich schnell aufzubauen an Fett und so weiter. Dementsprechend muss ich da auch mal ein bisschen entgegensteuern. Ja. Okay, ich bin schon ein bisschen zu weit gegangen. Ich wollte auch gerne nochmal fragen, ob du nochmal mit mir zusammen ein bisschen auf die Saison zurückblicken kannst im Sinne des Klar. Teamgefüges, weil, also ihr seid schon ziemlich Sympathen, so von außen, würde ich jetzt sagen, wenn man sich so ein paar Videos von euch allen zusammen anguckt, die Bilder, die ihr zusammen gemacht habt, das war schon echt witzig. Also ich habe euch gern spielen gesehen, aber ich habe auch gerne die Bilder und Videos so abseits des Courts gesehen. Vielleicht kannst du uns so ein paar Insights geben, wie es das von drinnen, also aus dem Gefüge heraus angefühlt hat.
Ja, also erstmal, also ist mir immer sehr wichtig gewesen, in den letzten Jahren in Düren, dass wir halt erstmal ein gutes Klima schaffen. Also Mannschaft zusammen mit Trainer, zusammen mit Geschäftsführung. Mir ist es sehr wichtig, dass jeder gerne auch zum Training kommt, zur Arbeit kommt. Arbeit in dem Sinne ist für uns keine Arbeit. Es ist am Ende ein Spiel, wofür wir was Geld bekommen. Und ja, auf der anderen Seite versuchen wir halt auch irgendwo ein Klima zu schaffen, wo ja jeder das sagen kann, was ihn bedrückt. Wenn er irgendwas hat, das auch auszusprechen. Das klappt manchmal bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber das ist so der Anspruch. Warum das nach außen hin so gut rüberkommt, kann ich mir eigentlich nur vorstellen, weil wir halt auch versuchen, ja, authentisch zu bleiben. Also wir sind, wie wir sind und versuchen keine irgendwelchen Rollen nach außen zu präsentieren, die wir gar nicht sind. Und ich glaube, das zeichnet am Ende das Team aus. Wir haben viel Charakter im Team und den, ja, da geht halt auch eine hohe Energie raus in Sachen Content. Ist einfach so. Und das macht Spaß. Ich glaube, jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Der eine ein bisschen lauter, der andere ein bisschen leiser, aber es ist spannend, weil jeder hat eine andere Geschichte und ja, jeder gönnt auch dem anderen irgendwo Rampenlicht. Also es drängt sich keiner irgendwie unnötig ins Rampenlicht rein. Auch wenn du ein paar Leute hast, die vielleicht ein bisschen mehr polarisieren, wie ein Rösi, der am Ende so in diesen Ansager ja, gefangen war. Also was heißt gefangen, aber er hat halt am Ende jeden Spieltag den Ansager gemacht und ja, es wollte auch am Ende kein anderer mehr machen, weil ja, der da was Schönes mit aufgebaut hat. Der Junge ist kreativ und ja, den muss man dann auch sprudeln lassen. Sehr gut. Ja, und ansonsten, wie gesagt, die Mischung stimmt auch im Team. Ne? Wir hatten viele alte Leute, aber deutlich mehr junge Leute auch. Und auf jeder Position hast du mindestens einen Alten, der halt so ein bisschen, außer auf der Libero-Position dieses Jahr. Aber wo halt jeder von den Alten halt immer den Jungen was mitgeben kann und andersrum der Junge dem Alten vielleicht auch ein bisschen in den Arsch treten kann in Sachen Energie. Ja, und ja, das ist am Ende ein ganz gutes Modell, was wir schon über die letzten Jahre versucht haben aufzubauen. Und ich würde sagen, dass so kann man auch weiterfahren. Ja, mega. Und so setzt man natürlich auch, also insgeheim auch einen Generationswechsel an. Ne? Also, weil ich werde keine 5 Jahre mehr Volleyball spielen. Also gehe ich nicht davon aus. Who knows? Aber ich denke, dass in 1, 2 Jahren Schluss sein wird, weil irgendwann, ich möchte auch mit 50 noch ohne Krücken laufen. Und ja, auf der Mittelblockposition ist es vielleicht auch noch mal ein bisschen verschleißener als auf anderen Positionen. Aber dieser Generationswechsel ist wichtig. Und da ist natürlich auch cool, dass so Leute wie Tobi Brandt noch mal gehalten werden konnten und halt auch noch andere junge Perspektivspieler, die sehr wichtig auch für das Team sind. Klasse. Ja. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass ihr eine gute, wie sagt man, eine gute Synergie habt aus Leuten, die eben viel Erfahrung haben, das Spiel eben schon ein bisschen länger spielen, vielleicht noch ein bisschen mehr den Read haben auf die gegnerische Mannschaft und eben die anderen, die Jüngeren, die eben mit sehr viel Athletik kommen, Explosivität und auch mal mit dem Kopf durch die Wand, was ja auch oft genug klappt. Und hat mir, wie gesagt, es hat mir extrem gut gefallen, hat Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und schön, dass da auch jeder so ein bisschen seinen Platz hat in dieser Mannschaft. Mega. Genau, also wir haben zwar Hierarchien irgendwo im Team, aber
ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie starke Hierarchien sind. Also jeder hat irgendwo, wenn er ein Bedürfnis hat, aufzusprechen, darf er sprechen. Ja. Ob der das am Ende macht, ist die andere Frage, auch aus Respekt, weil wir haben sehr viel Respekt im Team. Das spürt man. Aber trotzdem ist mir auch wichtig, dass sich auch ein Jüngerer klar öffnen kann und mir auch öffnen kann, ohne jetzt zu viel Respekt vor mir zu haben. Also, Was muss das denn zum Beispiel für eine geile Situation sein für einen Melf Urban, der noch ein sehr junger Spieler ist, der wirklich so viel lernen kann, beispielsweise von dir oder auch von Tim? Also er hat ja im Prinzip jedes Training an drei Trainer. Vielleicht ist es auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu viel, aber der Trainer coacht von außen und ihr coacht sozusagen von innerhalb des Teams, das ist doch geil, oder nicht? ja, genau. Also das hätte ich mir, also das hätte, ich hätte mir das vielleicht auch ein bisschen mehr gewünscht, wo ich jung war. Da war ich ja auch in Düren und also mir wurde da auch geholfen von dem einen oder anderen, aber nicht in dem Sinne, wie wir es halt etabliert haben. Und der Melf, der ist auch ein Arbeitstier zum Beispiel, wenn man mal auf Melf schaut und der saugt halt auf wie ein Schwamm. Und mit dem musst du halt auch arbeiten, weil wenn du nicht mit dem arbeitest, dann verschenkt man ein bisschen auch das Potenzial und es dauert halt länger. Und mir ist halt auch wichtig, dass jeder halt auch gesund wächst und schön seine Schritte auch jede Saison macht. Und ich hoffe, dass der Melf noch weiterhin bei uns bleibt und weiterhin auch noch mehr Spielanteile bekommt. Ja. Und die gleiche Connection habt ihr im Prinzip auch auf der Außenposition mit Björn, der da Ja. auch, ja, das haben wir nun alle gesehen, Erik ein bisschen unter seine Fittiche nehmen konnte und Genau. ihm wahrscheinlich nicht nur Quatsch beigebracht hat, sondern auch alles, was mit Volleyballspiel zu tun hat. Und Genau. ich glaube, dass die Art zu lernen halt nochmal so, die ist fast wichtiger als das, was den Trainer mitgeben kann. Also, weil, wenn du es von jemandem bekommst, der halt mit dir spielt, der halt auf dem gleichen Niveau spielt oder gespielt hat, das ist eben Ja. nochmal was ganz, ganz anderes. Ja, und der Trainer, der ist halt auch deutlich mehr fürs Globale zuständig bei uns. Genau. Und also er lässt uns halt auch. Ne? Also das ist halt auch wichtig, weil ich habe Trainer erlebt, auch im Ausland und so weiter, die, da war das wirklich. Ja, du durftest dann auch nicht zu viel machen, weil sonst hat sich der Trainer am Ende noch angegriffen gefühlt. Und das ist Okay. halt, hier achtet der Trainer drauf, dass halt wirklich die Spielidee umgesetzt wird und die individuellen Sachen, die werden untereinander gecoacht quasi. Cool. Ja. Vielleicht eine kleine Anekdote. Das erste Mal, als ich dich habe spielen sehen, war in Gotha. Ich komme nämlich gebürtig aus Thüringen. Und Okay. bin damals mit meiner Mannschaft nach Gotha gefahren, um mir ein Erstligaspiel anzugucken. War auch das erste Bundesligaspiel, was ich überhaupt gesehen habe. Okay. Und da war ich, weiß ich nicht, da war ich 10, 11, 12 Jahre jünger als jetzt. Kommt das ungefähr hin? Hast du in der Zeit in Gotha Ja. gespielt? Vor 10 Jahren kann sein. Also ich spiele jetzt meine 6. Saison in Düren, dann davor war ich 4 Jahre im Ausland, also ja, 10, 11 Jahre her. Ja, passt. Krass. Ja. Das mit Gotha war natürlich ein bisschen unglücklich, weil ich glaube, die Mannschaft muss dann Insolvenz anmelden und so. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir sie ja bald wieder ein bisschen weiter oben. Zweite Liga spielen sie jetzt mittlerweile wieder. Das Wirtschaftliche in Gotha war halt schwierig. Also allgemein in Thüringen ist das Wirtschaftliche schwierig und ja, das Potenzial ist da, war es schon immer, aber am Ende, ja, hat es leider nicht funktioniert. Und das war dann für mich auch so ein bisschen die Initialzündung gewesen, um ins Ausland zu gehen, weil ja, ich hatte auch ein bisschen die Schnauze voll,
von diesen finanziellen Geschichten und so weiter. Dann dachte ich, Ja. okay, dann gucke ich mal, dass ich vielleicht im Ausland weiterkomme. Und dann bin ich ja dann in die zweite Liga nach Frankreich gegangen, da aufgestiegen und dann direkt mit dem gleichen Team nochmal erste Liga gespielt. Und ja, das war auch eine gute Zeit. Es war auch wichtig für mich selber, meine Erfahrung zu sammeln. Und für meinen Werdegang war das unheimlich wichtig. Sehr cool. Findest du die französische Liga generell stärker als die in Deutschland? Also vielleicht sowohl von den Sponsoren her als auch von der Spielstärke her? Also erstmal ist die Liga konstanter, würde ich sagen, weil Mhm. die Jahresetats, die, ich glaube, das Niedrigste liegt irgendwo bei 800.000, 900.000. Und dann hast du ganz viele, die knapp über 1 Million haben. Und dann hast du halt Tour oder sowas mit 2, 2,5 Millionen, so wie Berlin bei uns. Und man darf nicht vergessen, in Frankreich wird viel unterstützt von den Kommunen und von den Städten. Das heißt, die geben unheimlich viel Geld noch dazu. Das ist in Deutschland schwieriger. Krass. Das heißt, damals in Saint-Nazaire, wo ich gespielt habe, in meiner Zweitligasaison hatte man schon einen Etat von 1 Million. Und da hat die Stadt Saint-Nazaire schon 400.000 dazugegeben. Das Wow. heißt, es war deutlich einfacher für, es ist deutlich einfacher für die Teams, noch mit Sponsoren dazu ein gewisses Etat zu erreichen, einen gewissen Etat. Und dadurch hast du halt auch diese ja, Konstanz am Ende. Da kann der Vorletzte auch den Zweiten schlagen, so gesehen. Also das heißt, die Teams sind. Das Gefälle ist nicht so krass. Also die sind Genau. ungefähr auf einem Level alle. Ach, Genau, krass. und in der ersten Liga hast du halt auch 14 Teams. Ja, das Ja. ist halt, es gehört irgendwie zur Kultur, Sport gehört zur Kultur in Frankreich und das ist halt das Schöne dort. Aber ja, also wir als SWD Power Willis könnten dort auch vorne mitspielen, auch mit dem Ja. Schwächeren. Ja. Vielleicht noch eine kleine Frage am Rande, weil das jetzt aufgekommen ist. In der ersten Bundesliga hatten wir jetzt dieses Jahr nur 9 Teams. Glaubst du, dass nächstes Jahr wieder mehr werden? Ich hoffe, also VCO, denke ich mal, wird wieder hochkommen. Ah, Dann okay. werden wir wahrscheinlich 10. Und ob dann noch jemand aus der zweiten Liga hochkommt, ist die Frage. Da gibt es ja auch ein paar Diskussionen gerade. Ich will mich dazu noch nicht äußern, weil vielleicht entwickelt sich noch was, wer weiß. Mal gucken. Okay, wir bleiben mal gespannt. Ja. Okay, einmal die Runde zurück. Wie sieht jetzt dein Sommer oder deine Offseason genau aus? Also du hast jetzt von einer Pre-Pre-Season gesprochen. Findet die nur im Gym statt oder bist du dann auch irgendwie am Ball? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nee, am Ball gar nicht, aber das habe ich mir auch über die letzten Jahre so angewöhnt, dass ja, der Ball muss weg, einfach nur damit du auch richtig geil bist auf dem Ball wieder, wenn du anfängst. Und ja, gehe viel ins Gym und mach ein bisschen, arbeite ein bisschen an Schwachstellen, aber versuche auch ja, ein bisschen mehr auf Muskelaufbau zu gehen in der Zeit. Und natürlich auch im Gegenspiel zu Wampe vermeiden, so gesehen. Und habe aber auch noch Hunde, 2 Hunde mit, ich nehme meinen großen Hund immer an so ein Laufelastik mit einem Gürtel und dann gehe ich mit dem laufen. Das macht eigentlich auch ganz Bock, weil dann hat er was davon, ich habe was davon und ja, habe noch Kopfhörer an und ab dafür. Auch wenn ich nicht der beste Läufer bin, aber bin so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Okay. Kriegt man auch ganz gut den Kopf frei. Ja, und ansonsten habe ich noch eine Tochter. Die ist bei 2 und die hält mich auch gut auf Trab. Das Und glaube ich wohl. Haushalt, Garten, das muss halt auch alles gemacht werden. Habe heute
eben schon erwähnt, im Vorgespräch 8 Stunden gekerschert. Ist auch anstrengend, auch wenn es eher mental anstrengend ist, aber trotzdem. Habe, glaube ich, auch die eine oder andere Kalorie da verbrannt. Habe jetzt mal auf dem Tacho 20.000 Schritte. Ja, Stark. also ganz gut. Ja, und wie gesagt, wir fahren noch ein bisschen Urlaub und da muss ich halt immer so ein bisschen gucken, dass ich im Urlaub dann noch nicht zu viel Gas gebe mit Alkohol und Essen, Trinken, weniger Sport, Das damit ich schön verstehe in ich. Balance bleibe. Aber wie gesagt, dann haben wir, denke ich, Anfang August haben wir Saisonvorbereitung. Die wird 8, 9 Wochen gehen, denke ich. Und dann wird das Team vorher, glaube ich, einen Monat vorher noch neue Kraftpläne bekommen, die auch jeder machen muss. Und dann hoffen wir mal, dass alle relativ fit in die Vorbereitung kommen auch. Darf ich fragen, was du für dich bei dir jetzt als Schwäche ausgemacht hast? Weil du schon, also die Pre-Preseason hat ja ein ganz bestimmtes Ziel und du willst an ganz bestimmten Sachen arbeiten, nehme ich an. Was ist es Ja. bei dir persönlich? Also im Alter merke ich, dass der Aspekt Flexibilität, Mobilität immer wichtiger wird, weil man immer ein bisschen steifer wird und da ist es wichtig, da auch wieder so ein bisschen mal wieder an der Tiefkniebeuge zu arbeiten, was allgemein rein anatomisch gesehen ein Problem ist, wegen meinem Becken. Deshalb ja, versuche ich dadurch gewisse Sachen dran zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob der Neuroathletik ein bisschen was sagt, aber ja, Ja. das ist, habe da einen ganz guten, also ein ehemaliger Dozent von mir ist Neuroathletiktrainer. Yassin Gibrini heißt er, kommt aus Köln. Und von dem kriege ich immer viele Eindrücke und habe schon viel mit ihm gearbeitet und das ist schon krass, was man halt schon durch Triggern des Nervensystems hinbekommt, Bewegungsfreigabe zu bekommen am Ende. Am Ende fängt die Bewegung im Kopf an und nicht in den Gelenken oder Muskeln, sondern das Gehirn ist der erste Punkt und wenn dein Gehirn ja quasi Angst hat, irgendwelche Bewegungen auszuführen, dann bist du halt auch gehemmt. Und das ist halt auch ein Thema fürs Alter. Je älter man wird, desto schlechter werden die Augen, desto schlechter ist der Input. Und je schlechter der Input, desto schlechter der Output. Also ganz einfach erklärt. Und da setze ich erstmal im Sommer immer wieder an. Das mache ich jetzt seit 2, 3 Jahren und das tut mir ganz gut. Und versuche das dann halt am Ende umzumünzen auch ins Krafttraining und dann damit halt auch wieder aufzubauen. In der Saison ist das schwierig, weil du so viele verschiedene Reize hast und ja, du dann auch keine vermeintlich negativen Reize haben möchtest. Okay, ja. Neuroathletik ist ja auch was, wo man ziemlich, wie du es auch schon gesagt hast, ziemlich viel Zeit rein investieren muss, Genau. weil das kann man eben nicht nebenbei machen. Genau. Und ist dann sozusagen die Neuroathletik so eine Art Anbahnung von einer tiefen Kniebeuge? Also, dass du, oder habe ich das jetzt im falschen Kontext gehabt? Nee, also erstmal Tiefkniebeuge, aber auch Sprunggelenke ein bisschen weiter nach vorne zu bekommen, Hüfte, Becken, ja, also es ist nicht nur eins. Ich habe einen leichten Beckenschiefstand, also und ja, muss ein bisschen auf meine Haltung achten und so weiter. Und das meine ich halt an Flexibilität und Mobilität. Das Okay. ist ein Riesenthema und das ist ein Ding, worauf ich mich stürze. Aber natürlich habe ich halt noch ja, nicht die frischsten Knie wie ja, jeder Zweite in der Volleyball-Bundesliga. In meinem Alter gibt es, glaube ich, nur drei oder sowas. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen seine Knieprobleme und da muss halt auch
ein bisschen Muskulatur drum bauen, damit du da problemlos durch die Saison kommst, ohne im ersten Monat schon irgendwie Ibuprofen zu ballern. Absolut, ja. Ich glaube, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, auch alle Hobby-Volleyballer, jeder, der Mittelblock spielt, hat irgendwie schon mal Knieprobleme gehabt oder hat sie. Also jeder ist übertrieben, kommt natürlich auch auf die Menge an, wie oft du ins Training gehst und wie oft du Spiele hast und so. Aber also das Schmerzen in den Knien sind so viel mehr bei Mittelblockern. Also da gibt es auch schon Statistiken zu. Ich habe mir auch versucht, mich damit auseinanderzusetzen, warum das so ist. Vielleicht können wir es zusammen mal erörtern. Meine Theorie ist, dass einfach dieses, also erstens, du springst deutlich mehr. Also das ist der Fakt. Zweitens, du musst viel aufrechter landen. Und durch dieses aufrechte Landen werden eben die Knie oder der Quadrizeps insbesondere ein bisschen mehr belastet. Deswegen auch am Quadrizeps hängt ja diese Patellasehne dran und alle haben ja Patellasehnenprobleme. Und drittens ist eben, dass du so viel Start-Stopp hast, beispielsweise im Block, dann springen, dann landen, dann zum Block rüber, dann hochspringen, landen, wieder zum Angriff anlaufen. Also diese schnellen Richtungswechsel. Das sind eben so die drei Punkte für mich, die Knieprobleme machen. Ich würde Würdest noch du einen Punkt bestätigen? ergänzen. Also ich bin da völlig d'accord mit dir. Aber der vierte Punkt ist vielleicht auch nochmal, dass du als Mittelblocker auch noch einen deutlich ja, betonteren Stemmer hast als jetzt die Annahme außen oder die Diagonalen. Also in der Regel, also wir gehen deutlich, ja, schneller und stärker rein im letzten Schritt. Und weil wir halt auch weniger Zeit haben im Vergleich zu den Außenleuten, die ein bisschen mehr Zeit haben, um den Ball einzuschätzen und wir halt schon quasi mit dem Zuspiel in der Luft sein müssen. Ja, und dadurch, ja, finde ich, ist halt auch immer diese Belastung auf das Knie, wenn du reingehst in den Sprung, halt relativ hoch. Ja, und Ja, sehr ja. gut. Guter Punkt. Also, ja, das sind so Sachen, aber das ist halt so mit die Strapazier, ja, also die Position, die am meisten deine Gelenke strapaziert. Ja. Und Absolut. das ist immer so, ich bin glücklich, dass ich mit bald 37 noch auf einem hohen Niveau spielen kann und darf und hatte bisher auch nicht irgendwelche großartigen Verletzungen. Aber ja, wer weiß, es kann sich morgen auch wieder drehen. Ne? Quatsch. Ja. Wer eine Pre-Preseason hat, der kann, also, da kann nichts passieren. Da kann nichts passieren. Aber so umknicken kannst du immer. Gut, okay, ja. Irgendwie auf dem Fuß landen kannst du immer. Steckt man halt manchmal nicht drin. Das sind so Sachen, die sind. Die sind doof, dann hast du irgendwann auch Verschleiß, das kommt auch noch dazu. Da kann irgendwie eine Achillessehne reißen, dreimal falsch geknöpft oder irgendwas anderes im Knie kaputt gehen und dann, ja, und dann war es das. Also in dem Alter am Ende. Ja. Dementsprechend musst du halt versuche ich so viel wie möglich in meinen Körper zu investieren, damit solche Sachen halt nicht passieren. Ja, okay. Gibt es denn noch ein spezielles Training, was du für die Knie machst? Ich habe das jetzt mal so als deine Schwachstelle ausgemacht, so wenn das okay ist. Gibt es da was Besonderes, was du dafür machst? Interessiert dir vielleicht auch die Mittelblock-Zuhörer oder Zuhörerinnen? Also am Anfang ist es immer viel Stabilisationsübung. Also quasi einbeinig, quasi so ein Step-up. Also bist auf einer kleinen Bank und gehst quasi mit dem linken Bein runter und dem rechten Bein runter. Also versuchst quasi die exzentrische Bewegung
dich darauf zu konzentrieren. Ausfallschritte mache ich gerne, einbeinige Kniebeugen. Squats, Front Squats mache ich auch gerne, also auch lieber als Back Squats. Deadliften finde ich mega geil, macht Spaß. aber Deadliften ist eher, also auf die Saison gesehen, weil meine Theorie ist auch, dass auf der Rückseite deutlich mehr schnelle Muskelfasern sind als an der Vorderseite. Und Deadlift ist da auch ein ganz gutes Mittel, um so ein bisschen die schnellen Muskelfasern noch so ein bisschen anzujucken. Deshalb finde ich Deadlift eine unheimlich wichtige Übung, vor allen Dingen im Volleyball. Natürlich muss die Balance immer zwischen vorne und hinten stimmen. Und das ist halt auch was. Ja, aber also ich habe bestimmt 30 verschiedene Beinübungen, wo ich immer wieder switchen kann. Aber es ist halt wichtig, dass man halt nicht immer das Gleiche macht. Also immer wieder neue Reize schafft, wenn man merkt, okay, kriegst jetzt, es wird auch langsam so ein bisschen monoton und du kriegst vielleicht jetzt auch nicht mehr so viel Muskelkater und so weiter, dann ändert mal ganz schnell. Ja, ich würde dir 100% zustimmen. Also alles, was Beinrückseite ist, Gesäß und Hamstrings halt für die Explosivität, für den Sprung. Und ich habe auch eher das Gefühl, dass man, also klar, Beinvorderseite gehört auch sind auch Sprungmuskeln, ist logisch. Aber Quadrizeps trainiert man eher, damit die Knie gesund bleiben. Und Rückseite trainiert man eher, vor allem explosiv, damit man eben höher springen kann. Gut, hintere Kette ist natürlich auch Kreuzbandprävention, das ist auch klar, aber ich würde es genauso einschätzen wie du. Das heißt, du rotierst deine Beinübungen nach Gefühl oder gibt es einen klaren Zyklus oder machst du einfach das, was euer Athletikcoach sagt oder wie sieht das aus? Also ich versuche momentan 3, 4 Wochen halt den gleichen Plan zu machen und danach versuche ich zu ändern. Ich schreibe mir das auch immer auf. Also habe es jetzt noch nicht ganz aufgeschrieben, weil ich gerade erstmal wieder ins Fitnessstudio gehe und einfach mal wieder so ein bisschen mich bewege. Aber ja, ich denke, dass ich mir nächste Woche da selber ein paar Pläne schreibe. Also natürlich könnte ich auch meinen Athletiktrainer fragen, aber ich kenne, glaube ich, meinen Körper mit am besten. Und ja, ich glaube, wenn ich das auch selber mache, dann macht mir das am Ende auch mehr Spaß und ich ja, bin dann auch ein bisschen mehr committed, als wenn ich da irgendwie einen Plan vorgegeben bekomme. Es ist witzig, weil Tim hat genau das Gleiche gesagt, dass er eben das vom Athletiktrainer auch nimmt, aber immer noch auf sich anpasst, weil er sich eben schon seit vielen, vielen Jahren kennt und einfach da auch ein bisschen Durchblick hat und weiß, was ihm gut tut, weiß, was ihm nicht so gut tut. Und bei dir ist ja sicherlich ähnlich. Obendrein bist du ja auch selber Personal Trainer und wenn ich richtig gesehen habe, auch Ernährungsberater, Ernährungscoach, weiß nicht genau, wie du es benennen möchtest. Gehst du da Ernährungscoach. auch? Ernährungscoach, okay. Gehst du da auch in den Bereich Volleyball oder ist es eher breiter? Ist eher breiter. Also erstmal ist mir wichtig, also in Sachen Personal Training, dass ich Leute irgendwo wieder den Spaß an der Bewegung vermitteln kann. Ja, weil viele Leute vergessen das über die Jahre und im Alltag, im Beruf und so weiter. Sport ist sehr wichtig. Personal Training ist da so eine Sache, hört man ja schon, personal. Das heißt, es ist sehr individuell. Man muss sich auseinandersetzen mit dem jeweiligen, was braucht er denn? Also, wenn ich im Büro Menschen habe, dann werde ich den nicht noch irgendwie eine halbe Stunde aufs Fahrrad setzen, weil der saß schon 8 Stunden vorher. Ne? Also, Ganz genau, ja. das heißt, man muss die richtigen Fragen stellen und halt auch so ein bisschen ausprobieren, wie kann ich den triggern? Und was macht den Spaß? Weil am Ende
kommt man eigentlich nur mit Spaß irgendwie wieder in diese Sportmotivationsschiene rein. Also meiner Meinung nach. Manche Leute brauchen das nicht, manche sind da sehr pragmatisch und dem musst du sagen, okay, mach das, mach das, mach das. Und dann sind sie halt am Ende irgendwie ausgeballert und fühlen sich wohl. Alles gut, aber die meisten Leute, würde ich sagen, die brauchen Spaß dabei. Und das ist mir sehr wichtig. Ernährung ist noch ein anderes Thema, auch ein deutlich schwierigeres Thema, weil in Ernährung, Ernährung ist sehr individuell. Und meiner Meinung nach ist es auch schwierig zu sagen, das ist die richtige Ernährungsweise. Also Ja, sonst Mann. würden sich Institute schon darauf verweisen, okay, das ist jetzt so, musst du dich ernähren und dann ist alles in Ordnung. Aber da gibt es ja ganz, ganz viele Meinungen drüber und dementsprechend das auch zu vermitteln, ist halt schwierig. Du musst halt für den jeweiligen Klienten dann das Richtige finden, wo er halt auch dran Spaß hat. Das ist auch eine sehr psychische Sache, emotionale Geschichte. Essen ist sehr oft emotional. Am Ende ist es halt auch, ja, jeder, wenn jemand was in der Ernährung ändern möchte, dann muss es halt erstmal intrinsisch kommen. Ich kann ihm dann, also wenn er quasi das ändern möchte, dann muss er zu mir kommen und ich helfe ihm. Aber ich kann jetzt nicht sagen, okay, du musst jetzt deine Ernährungsmuster ändern, wenn er gar keinen Bock drauf hat. Ja, also da könnte ich noch deutlich tiefer gehen, aber das würde, glaube ich, auch den Zeitrahmen sprengen. Also Ernährung ist krass, macht auch mega Spaß und so weiter, aber ich bin auch nicht allwissend, was das angeht. Also ich versuche mir viel Wissen anzueignen, auch über das Kalorienzählen hinaus, weil Kalorien tracken ist gut und schön, aber ich finde halt, die Qualität der Kalorien ist ein Aspekt, der wird oft vergessen. Absolut, ja. Das ist genau der Punkt. Gibt es denn so ein paar Grundregeln für dich in der Ernährung? Also ich würde dir zustimmen, dass es so viele verschiedene Meinungen gibt. Und du kannst dich ja, das geht ja allein schon bei den Volleyballern geht es ja los. Da könnte man jetzt 10 verschiedene Leute fragen, gibt es 10 verschiedene Antworten. Also wirklich, ich frag alle so ein bisschen, zum Beispiel Anna Grüne, Beachvolleyballerin, die sagt halt, boah ja, ich esse eigentlich ganz normal, ich versuche nur den krassen Schrott wegzulassen. Und Louis Wüst, das ist natürlich nur noch ein sehr, sehr junger Volleyballer oder Beachvolleyballer, der sagt eben, ich wohne noch zu Hause, ich esse das, was mir vorgesetzt wird. Also ich breche das jetzt mal ein bisschen runter. Und wieder andere haben wieder komplett andere Meinungen. Thema Fleisch, kein Fleisch, es ist so kompliziert. Aber gibt es so ein paar Sachen, die definitiv feststehen für dich? Also für mich, also zählt erstmal ganz, 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 ganz wichtig ist Qualität über Quantität. Mhm. Also überessen braucht man nicht, also sich überfuttern. Man kann sich mit Gemüse und Obst überfuttern, das ist kein Problem. Das macht dich auch nicht dick oder sowas, weil ja, da jetzt auch nicht so viel Energie drin ist. Aber man braucht nicht jeden Tag Fleisch. Man braucht auch nicht jeden Tag Fisch oder sowas. Sollte man auch nicht. Je vielfältiger man sich ernährt, desto besser, meiner Meinung nach. Also Ja. je mehr man ausprobiert, je mehr man irgendwo die Makros streut über verschiedene Lebensmittel, umso besser. Wie gesagt, man kann theoretisch auch, und das meine ich halt auch in Sachen Kalorien tracken. Du kannst theoretisch auch in einem Kalorienüberschuss sein, aber trotzdem Fett verbrennen.
Das geht. Also, ne, da gibt es Ernährungsformen wie ketogene Ernährung und so weiter. Am Ende Fettverbrennung muss man auch verstehen, wann verliert man Fett? Und das verliert man, wenn man seine Energiespeicher geleert hat, durch Sport oder lange Zeit nichts essen. Ja, und wenn du, also ich zum Beispiel habe mir auch angewöhnt, am Tag maximal 3 Mahlzeiten zu mir zu nehmen, damit mein Blutzuckerspiegel halt nicht ständig Achterbahn fährt, sondern relativ konsistent ist. Ja, dadurch habe ich auch kaum Insulinpeaks, also und dadurch speichert mein Körper dann auch weniger. Ja. Ja. Das sind so Sachen. Aber Grundregeln, 3 bis 4 Mal am Tag essen, viel trinken. Da gibt es eine ganz gute Faustformel. 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, also 30 bis 40. Das wäre in meinem Fall, ich hatte heute 110 Kilo auf dem Tacho, das heißt, ja, 3,3, 3,5, 3,5 Liter Wasser am Tag trinken. Machen viele viel zu wenig. Also, Ja. Leute trinken vielleicht 1, 2 Liter am Tag Wasser und das reicht nicht. Wasser trinken ist unheimlich wichtig, weil es gibt ein Sprichwort, Wasser ist Leben. Und wenn du nicht trinkst, dann trocknest du aus, Stoffwechsel ist langsamer, etc. pp. Das ist so eine Sache. Sag Gemüse, Obst, Gemüse, so viel wie möglich. Ich finde, man muss auch ein bisschen auf den Eiweiß, Apparat oder Gehalt schauen und bin da auch so ein bisschen, also ich versuche mir am Tag 5 mal 30 bis 40 Gramm Eiweiß zu mir zu nehmen. Ja, das ist so, das schaffe ich nicht allein, also vor allen Dingen, wenn ich im Training bin, das schaffe ich nicht allein durch Ernährung. Da muss auch mal ein Shake her. Und da muss man sich halt auch noch anschauen, okay, Bioverfügbarkeit, das ist auch so ein großes Thema. Ne? Also durch Gemüse oder Hülsenfrüchte, da ist die Bioverfügbarkeit des Eiweiß, was du aufnimmst, geringer als jetzt, wenn du das perfekte ein Ei dir anschaust, was 100% bioverfügbar ist. Dementsprechend muss man halt auch gucken, okay, wenn ich da Eiweiß zu mir nehme, wie viel kommt denn in meinem Körper an? Ganz genau. Das sind so Sachen, also wie gesagt, sehr, sehr kompliziert, komplex das Thema. Am Ende muss jeder für sich die Wahrheit selber finden, das machen, wo er mit sich halt d'accord ist und wo er sich halt gut fühlt. Weil es bringt nichts, wenn du am Ende verzichtest auf irgendwas und dich dann scheiße fühlst und es vorher besser geklappt hat. Also jeder nimmt das anders wahr und wie gesagt, psychischer Aspekt ist auch noch da und wenn du die ganze Zeit irgendwie am Diäten bist oder Clean Eating bist, ja, dann, wenn dir dann die Eier abfallen, dann bringt das auch nichts. Ja, also, das ist einfach so. Also am Ende musst du, also die Menge macht das Gift. Ne? Man darf auch mal schlechte Sachen zu sich nehmen. Ist genauso wie mit Alkohol. Man darf auch mal ein Glas Wein trinken oder sowas. Das darf halt nicht die Regel sein. Und Ja. wenn man da eine ganz gute Balance hat, dann ja, und sich halt auch kraftvoll fühlt, ist alles in Ordnung. Energy Drinks weglassen. das ist nämlich Schund, habe ich selber gelernt. Ich habe jetzt durch meine Herzgeschichte habe ich ziemlich an Kaffee reduziert. Ich muss auch sagen, dass ich mich jetzt nach ein paar Wochen besser fühle dadurch. Ja. Würde auch sagen, dass ich dadurch auch ja, vielleicht das ein oder andere Kilogramm weniger zugenommen habe, weil ja, deutlich weniger Stresshormone aufgebaut werden. Aber Mega. ja, also da kann man mal einen Katalog zusammenstellen, was denn gut und was schlecht ist. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema am Ende. Ich fand es aber total gut, dass du einfach mal klargestellt hast, wie kompliziert das Thema eigentlich ist
Und dass es eben nicht so simpel ist, wie es alle mal darstellen, so Kalorien zählen oder wenn man abnehmen möchte, dann muss man eben, dann reicht es eben, in ein Kaloriendefizit zu kommen. Aber was dann alles drumherum mit dir passiert, wenn du jetzt zum Beispiel total krass die Kalorien cuttest, Thema psychischer Stress oder Stresshormone gehen hoch, das wird ja alles nicht beachtet. Und das eine spielt mit dem anderen zusammen. Und es, also Ernährung oder auch Training oder das Zusammenspiel von Lifestyle, Ernährung und Training, das ist so kompliziert und man kann es eben ganz schwer auf so ein paar Dinge runterbrechen. Von daher vielen Dank, dass du das wirklich so schön dargestellt hast, wie kompliziert das überhaupt ist. Und auch Thema nochmal Stresshormone und Kaffee, auch ein ganz interessantes Thema. Ja, und ich meine jetzt wahrscheinlich so beim Kaffee, dass du, wenn du jetzt mal einen trinkst, dann auch viel besser drauf reagierst. Also ich hatte so eine Phase, wo ich Kaffee gecuttet habe letzten Sommer, wo ich mich sowieso schon sehr gestresst gefühlt habe. Und dann habe ich einfach Kaffee mal weggelassen, an vielen Tagen gar keinen getrunken oder eben nur einen, im Vergleich zu vorher irgendwie 4, 5 Tassen am Tag. Und es macht einfach einen riesigen Unterschied, weil wenn ich jetzt einen Kaffee trinke oder zwei am Tag, dann ist es gut und dann reicht das an sich auch. Und das pusht dann aber auch wieder, weil eben die Rezeptoren nicht zugeballert sind und man einfach auf Koffein schon vorher nicht mehr so reagiert hat. Und jetzt ist es halt viel, viel besser, weil eben ein Kaffee reicht, dass man sich sofort wacher fühlt oder zum Beispiel ins Training gehen kann oder. Also hat viele Vorteile, auch mal was wegzulassen. Ja, und also das ist ja mit allem so. Also das ist ja, kannst du ja auch das Beispiel Zucker nehmen. Ja? Also wenn du jetzt mal Zucker krass cuttest und dann nach 2, 3 Wochen wieder anfängst mit Zucker, empfindest du das ganz anders und du brauchst viel weniger. Ja, deshalb, ja, ist es halt auch mal ganz gut, mal einen kleinen Reset zu machen. Und dann, es geht mit Zucker, auch mit Fleisch oder ne, mit Alkohol etc. Absolut. Und dann halt das Ganze auch wieder neu wertschätzen zu lernen. Und das ist halt auch, wir leben in einer Gesellschaft, die zugeballert wird mit allem. Du hast ganz viel Angebot. Mittlerweile ist das Angebot auch immer teurer. Aber du hast ganz viele Reize und manchmal muss man auch mal zwei Schritte nach hinten gehen, um drei nach vorne zu machen. Ja, also mir ist sofort eingefallen, du lernst es A wertzuschätzen, du lernst dich auch darauf wieder zu freuen. Und wenn du jetzt mal ziemlich lange eben keine Süßigkeiten hattest, wenn du dann die Tüte Gummibärchen bekommst oder was auch immer man gerne isst, das ist dann so krass, es schmeckt so heftig. Und wenn du halt jeden Tag Gummibärchen isst, dann sind die halt nicht mehr heftig. Also dann macht sie keine gute Laune mehr, wenn du sie isst, sondern du isst sie einfach so aus Prinzip. Und das soll es ja nicht sein. Ein Genussmittel ist ja dafür da, es zu genießen und sich darauf zu freuen. Und wie gesagt, wenn man ständig Genussmittel hat, dann, ja, dann ist es, wie gesagt, dann ist es nicht mehr schön, wenn man es dann mal hat. Und dein Körper braucht dann immer mehr, um halt am Ende die Befriedigung zu bekommen. Das ist halt, man stumpft dadurch ab. Und ja, ich habe viel darüber gelernt, als ich ein Jahr auf Korsika gelebt habe und dort gespielt habe in der französischen Liga in Ajaccio. Und der Lebensstil dort ist halt Qualität über Quantität. Man versucht eher vom regionalen Bauer was zu kaufen, was teurer ist, anstatt irgendwie Industrieware. Man schätzt das deutlich mehr wert, aber es schmeckt auch deutlich besser. Also es Ja. macht wirklich bemerkbar im Geschmack. Und das hat mir, also es war am Ende mindblowing, auch wie Sachen dann auch schmecken. Und dann brauchst du, wenn die intensiv schmecken, dann brauchst du auch nicht so viel davon, weil du es genießt. Und ja, da gehst du nicht zum Aldi und holst dir ein Hähnchenbrustfilet für 2,99 €. Also, dass das am Ende auch nicht super schmeckt, sei denn du würzt das hoch 10, ist dahingestellt. Aber was da halt noch hinter ist, ist auch eine Sache, wenn du Sachen von guter Tierhaltung
holst oder gut behandelte Tiere verzehrst am Ende, ist die Gefahr, dadurch krank zu werden, deutlich geringer, als wenn du das über Massentierhaltung machst. Das ist nun mal Fakt. Deshalb ist pauschal zu sagen, Fleisch essen ist schlecht und ungesund für deinen Körper, falsch, weil du kannst es nicht pauschal sagen. Ja, du musst immer anschauen, okay, wo kommt denn das Tier her? Wie wurde das Tier gefüttert? Wie viel Stress hatte das Tier etc.? Hat das Tier noch irgendwelche Medikamente bekommen? Ja, und das sind so Faktoren, die kann man ja, die sind ja gar nicht transparent oder kaum transparent. Ja. Deshalb muss man sich mit der Qualität auch ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ja. Meiner. Ja, cool, der französische Lebensstil. Ich Ja. meine, du hast da echt richtig viel gelernt. Also war wahrscheinlich auch für dich wirklich eine ganz tolle Zeit, dass du ein paar, 4 Jahre warst, ne? Hast du im Ausland gespielt oder? Ja. 3 Jahre insgesamt in Frankreich, ein Jahr in Belgien, in Antwerpen und ja, immer irgendwo in der Nähe vom Wasser. Stark. Was halt auch lustig ist, weil ich habe halt auch beobachten können, dass irgendwo an Küstennähe sich deutlich gesünder ernährt wird als jetzt irgendwelchen Ballungszentren in Großstädten auf dem Festland. Das ist ja da nochmal irgendwie in Verbindung mediterrane Ernährungsweise und so weiter. Das Ja. sagt man ja auch, dass das eine Ernährungsweise ist, die Leute sehr alt werden lassen lässt. Ja, gibt ja diese Blue Zones, ne, die sich ja Genau. primär auf Inseln befinden. Und dann stelle ich mir immer die Frage, wie viel ist da wirklich nur die Ernährung und wie viel ist da auch eben psychischer Stress? Und all die anderen Faktoren, die wir eben schon mal besprochen hatten, als auch in Anführungsstrichen nur um Bewegung und Ernährung ging. Und eigentlich ist es so viel komplizierter und alles hängt miteinander zusammen. Genau. Wie wohnst du jetzt? In der Stadt oder auf dem Land, Auf dem Nähe von Land. Wasser? Auf dem Land, also ich wohne in Nideggen, das ist 15 Kilometer weg von Düren. Richtung Eifel, also ein bisschen höher. Ist eine schöne kleine Stadt. Wir haben ja alles, haben 2 Kindergärten, wir haben eine Burg, sehr idyllisch hier. Aber ja, ich bin ja in Düren groß geworden, so gesehen. Das heißt, ich bin auch immer irgendwo in der Vorstadt oder auf dem Land groß geworden. Deshalb war es halt auch für mich wichtig, dass ich auch wieder ländlich wohne, wenn ich zurück nach Düren komme. Und ja, hier haben das Schöne halt ist, du kannst hier ein Haus mieten. Da hat man auch Glück, ne, das zu finden, ist auch eine andere Sache. Aber es ist am Ende nicht so teuer, wie als wenn du dir eine große Wohnung in Düren nimmst. Ne. Je weiter du rausziehst, desto preiswerter wird es auch von den Mieten. Und dazu haben wir noch einen kleinen Garten und ja, es ist da kommst du halt auch ganz einfach runter, ne, meiner Meinung nach. Also für mich ist das halt auch wichtig, dass man den Alltagsstress irgendwie vor der Tür lässt und sobald ich die Türe reingehe, da will ich nicht großartig über Stress oder Probleme sprechen. Das versuche ich vorher irgendwie rauszulassen oder zu verarbeiten. Und damit fahren wir als Familie ganz gut, weil ja unser Haus dann so gesehen so eine Art Tempel für uns ist. Na, klasse. Super Einstellung. Wir hatten ja auch im Vorgespräch kurz über einen Termin gesprochen, oder nicht im Vorgespräch, sondern vorher miteinander geschrieben über einen Termin. Und da meintest du ja auch, sonntags wird sich nichts reingelegt, das ist Familientag. Und kann ich dir nochmal bestätigen. Also es finde ich ganz toll, dass du auch ganz klare Linie ziehst und sagst, nee, da passiert nichts. Das ist unser Tag. Da weiß ich genau, da kann ich mich zurückziehen, dass das Ruhe angesagt ist. Super, also finde ich total gut, da eine Ja, klare Linie zu also setzen. so 95% der Fälle klappt es. Aber manchmal, ja, da musst du halt auch mal ein Coaching auf den Sonntag früh legen. Da hole ich danach noch Brötchen und gut ist. Aber es also geht halt manchmal nicht anders. Aber Ja.
Das ist halt wichtig, also auch für den Familienfrieden, weil meine Frau arbeitet viel. Ich versuche viel zu arbeiten. Wir haben zwei Hunde, wir haben eine Tochter und noch ein Haus. Und da muss das alles irgendwo im Einklang sein und gut organisiert sein. Und da, wenn du schon so viel arbeitest, dann brauchst du auch einen Tag, wo du dich halt auch der Familie dann widmen kannst. Meiner Meinung Super. Ja, 100%. Hey, vielen Dank für diese vielen auch ganz privaten Einblicke. Ich glaube, wahrscheinlich hast du da noch nie so drüber gesprochen. Und ich glaube auch, dass für viele Zuhörer total schön ist, auch mal hinter die Kulissen sozusagen zu gucken und eben sich nicht nur zu freuen, wenn die Volleyballer auf dem Ball dreschen, sondern dass sie auch mal so ein bisschen durchblicken lassen, was geht sonst so ab. Finde ich mega. Vielen Dank dafür. sehr gerne. Ja, hat mich auch gefreut, hat Spaß gemacht. Haben jetzt auch ordentlich gequatscht. Ich weiß gar Ja, nicht, Mann. ist eine Zeit, wie lange wir gequatscht haben. Bestimmt eine Also wir Stunde, sind ne? jetzt ungefähr schon bei einer Stunde, vielleicht ein bisschen mehr. Hm. Aber ich würde gerne noch eine letzte Frage stellen, bevor wir enden. Ja, hau raus. Vielleicht kannst du an alle, die draußen zuhören, noch zwei, drei Tipps mitgeben, wie man auf der Mittelblockposition besser spielen kann. Tim hat ja schon angefangen damit. Was hat er gesagt? Ich hab's nicht Nee, du offen. konntest noch nicht hören, die Folge ist noch gar nicht draußen. Tim hat uns mit auf den Weg gegeben, sei maximal früh da, damit du auf jeden Fall potenziell den Block ziehst oder wenn der Block eben nicht mitspringt, definitiv den Punkt machst. Guck dir genau den Zuspieler an, dass du eben genau weißt oder dass du irgendwann einen Plan hast, wann macht er was. Also, ne, du weißt ja, was ich meine. Manchmal verraten sich die schon entweder durch einen Läufer oder durch irgendwelche Vorbewegungen, dass sie dann über Kopf spielen oder. Und Tipp 3, da haben wir irgendwie zu lange drüber gequatscht. Das war dann nicht so klar. Es sind diese zwei ganz klaren Tipps. Vielleicht kannst du noch eins, zwei draufsetzen. Also erstmal, was ich noch sagen würde, ist, versuch im Moment des Zuspiels zu stehen, also dich nicht zu bewegen, das heißt festzustehen und so lange wie möglich den Blick auf den Zuspieler zu haben. Also nicht peripher auf den Zuspieler schauen, sondern wirklich so lange wie möglich auf den Zuspieler schauen. Also ich habe da immer so ein System, also der Aufschlag passiert, der Ball geht rüber, du orientierst dich erstmal an deinem Mittelblocker, das heißt, machst einen Adaptierungsschritt, und dann versuchst du zu stehen und dein Blick geht auf den Zuspieler und dann beobachtest du den Zuspieler. Alles Weitere ist dann eine Geschichte von Reaktion oder auch schon vorher. Wenn du dir schon vorher eine Option gesetzt hast, kannst du auch eine Option nehmen. Aber ich fahre immer damit ganz gut. Vor allen Dingen, wenn der Gegner einen Schuss läuft, also einen 2-Meter-Schuss, wo die Zeit vom Zuspiel zu dem Mittelblocker natürlich noch ein bisschen länger ist als beim Aufsteiger, dass du einen Adaptierungsschritt zum Mittelblocker machst, feststehst und dann halt auf den Zuspieler schaust und daraus reagierst am Ende. Weil ja, du da am Ende ja ganz gut reagieren kannst. Zweitens, zweiter Tipp, versuch dir im Block, also ich nehme mir immer zwei Optionen im Kopf vor. Das heißt, ich arbeite immer mit zwei Möglichkeiten. Das heißt, wenn ein Aufsteiger, zum Beispiel klassisches Zuspiel, Aufsteiger 4 und Schuss über Kopf. Das heißt, versuche immer mit zwei Varianten zu arbeiten. Was könnte passieren? Das heißt, nimm dir schon im Kopf vor, diese Variable zu setzen. Wenn Aufsteiger, dann Aufsteiger und Position 4 und wenn Schuss, dann Schuss, Position 2. So bist du nicht überall und nirgendwo. Und selbst wenn es nicht klappt, dann ist es halt so, aber du versuchst, ja, eine
zwischen zwei Optionen klare Entscheidungen zu treffen. Wenn du vier Optionen oder fünf Optionen im Kopf hast, ist irgendwann das Fass übergelaufen. Und dann bist Absolut, du ja. überall nirgendwo. Das halt zum Block. Der Block ist auch sehr viel Footwork. Das heißt, macht eure Hausaufgaben im Training und macht es bis zum Verrecken, macht eure Kreuzschritte, versucht den Weg so schnell wie möglich zu überbrücken. Das heißt, mir ist auch wichtig, dass man halt den ersten Schritt nicht negativ macht. Das machen auch viele, das mache ich auch manchmal, wenn ich unter Stress komme. Und den zweiten Schritt so weit wie möglich zu setzen, damit du halt auch eine gute Distanz abdecken kannst. Aber wie gesagt, Footwork trainieren kann man auch trocken machen. Aber das muss halt wirklich Leib und Seele überwandern, damit es am Ende automatisiert ist. Ja, und Ja. wenn das automatisiert ist von der Bewegung, dann ist die Chance, dass du das in einer Drucksituation am Ende auch durchführst und machst, deutlich höher. Am Ende muss Ja. sich dann das, was in deinem Gehirn abspielt, paaren mit dem, was sich dann bei dir an den Füßen abspielt. Ja, man darf nicht mehr drüber nachdenken, wie mache ich jetzt noch mal diesen Kreuzschritt und so. Und ich hab das bei mir gemerkt. Ich habe auch Mittelblock gespielt und der Trainer meinte dann irgendwann, okay, der erste Schritt ist viel zu klein. Und sich dann nochmal anzugewöhnen, den ersten Schritt auch schon richtig groß zu machen, das hat erstmal so viele Wiederholungen gedauert, dann eben nicht mehr dran zu denken, auch in der Spielsituation. Und ich habe das gefühlt stundenlang trocken geübt. Also wie du es eben gesagt hast, Genau. nach links raus, nach rechts raus, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, ersten Schritt groß, ersten Schritt groß, ersten Schritt groß. Und dann denkst du noch gar nicht an deine Arme, da denkst du noch gar nicht an gut anschließen oder daran, den gegnerischen Block irgendwie im Blick zu behalten, sondern erstmal nur den Schritt zurück, okay, groß, groß, groß. Das ist so krass und irgendwann ist das dann drin und dann kann der nächste Schritt kommen. Genau. Also am Ende ist es eine Verkettung und es fängt immer mit dem Footwork an. Und da je besser ihr die Füße hinbekommt, desto besser ist am Ende das Gesamtergebnis. Und ja, das zum Thema Block, zum Thema Angriff. Da hat Tim schon recht, relativ früh da sein, manchmal auch übertreiben. Und da ist halt auch nochmal wichtig. Du kannst früh da sein von deinem Körper, aber deine Schulter muss auch früh da sein. Das heißt, also wenn der Körper früh da ist, dann ziehst du den natürlich, aber du willst natürlich auch den Ball bekommen. Und wenn du den Ball bekommst beim Commit-Block, dann musst du auch schnell abziehen können. Das heißt, sich im Training darauf zu konzentrieren, den Ball wirklich dem Zuspieler fast aus der Hand zu schlagen, ne? Weil so kannst, also das versuche ich, wenn ich einen Aufsteiger laufe, den Ball so schnell wie möglich abzuziehen, damit der gegnerische Block, selbst wenn er mitspringt, da muss er schon wirklich im gleichen Moment mit mir mitspringen und dann auch nochmal die Hände rüberschieben. Und dann muss er richtig früh springen. Und dementsprechend, je früher du bist, desto einfacher ist es am Ende für dich. Das muss man natürlich auch trainieren. Ja. Da muss er halt auch, wir haben da in der Nationalmannschaft früher mit Vital Hein viele Sachen, da standen wir auf dem Tisch und der hat uns den Ball angeworfen und wir mussten uns halt wirklich nur darauf konzentrieren, halt schnell abzuziehen. Ja, und irgendwann, je öfter du das machst, desto schneller wirst du. Und da musst du halt versuchen, ja, also ich schlage gerne Richtung 5. Ja, und dann musst du halt auch mal versuchen, schnell Richtung 1 abzuziehen. Das musst du eigentlich doppelt so oft machen als Richtung 5, weil wenn du Richtung 5 schon gut machst, dann musst du die andere Richtung vielleicht ein bisschen mehr quasi trainieren. Und noch eine Sache zum Angriff. Versucht euch irgendwie eure Toolbox so groß wie möglich zu halten. Das heißt, versucht
nicht nur auf Aufsteiger und Schuss und vielleicht auf Kopf hängen zu bleiben. Versucht ein bisschen rumzuspielen, versucht euch euren Horizont ein bisschen zu erweitern. Ich glaube, die Saison habe ich auch mal ein, zwei Einbeiner gespielt. Ein Auf jeden Schuss über Fall. Kopf. All solche Geschichten, wo du den gegnerischen, die gegnerische Blockreihe auch völlig aus dem Konzept bringen kannst. Und das macht Ja. es dich am Ende auch deutlich gefährlicher und du ziehst damit halt noch deutlich mehr deine gegnerische Blockspieler. Ja, also 100%. Wenn der gegnerische Block erstmal die ganze Zeit nur drüber nachdenken muss, oh, welches von diesen fünf Dingern, die er normalerweise spielt, spielt er jetzt, Ja. dann ist er auch für die Außenblocks dann völlig raus. Also wenn man dann schon ein, zwei, drei Punkte gemacht hat. Ja, damals bei Tommy Tillikainen als Trainer in Düren, da haben wir wirklich mal durchgespinnt und es waren am Ende 13 verschiedene Bälle, die wir über die Mitte laufen konnten. Also 13. 13, ja. Krass. Also es gibt Also. ja Schuss, dann gibt es einen Push, dann gibt es einen Doppelpush, dann gibt es einen von Schuss Richtung Aufsteiger springen. Ah, ja, okay. Dann hast du einen Aufsteiger, dann hast du einen Aufsteigerkopf, dann hast du einen Pushback, dann hast du einen Doppelpushback, dann hast du einen Aber Schussback. was ist ein Push? Sorry, dass der jetzt zwischengrätsche. Also ein Push ist ein weggesprungener, Ach quasi. so, okay. Ja. Dann hast du einen Doppelpush ist quasi, wenn du einen Meter weg vom Zuspieler nochmal wegspringst. Ah Also ja, okay. dann hast du halt diesen Backshoot, also alles, was du vorne machst, kannst du quasi hinten auch machen, theoretisch. Na. Dann hast du noch einen Schuss an die Antenne, theoretisch. Du hast einen langen Einbeiner, einen kurzen Einbeiner und dann sind wir, glaube ich, schon bei 13. Ja. Also Krass. man muss halt auch mal ein bisschen out of the box denken und denken, okay, was ist denn überhaupt möglich? Natürlich. Diese 13 Sachen dann im Spiel zu spielen, das ist dann auch unvernünftig und wild, weil ja, du musst dich immer so ein bisschen darauf anpassen, was kann der Gegner gut und was kann der Gegner nicht so gut und die Sachen musst du dann am Ende auch nutzen, was am Ende am besten in das Spielkonzept auch passt. Ne? Aber Und das 13 Sachen am Ende auch immer wieder zu trainieren, ist natürlich auch eine Geschichte. ja. Du brauchst einen guten Zuspieler und du musst halt unheimlich viel Connection trainieren und das ist dafür ist halt auch manchmal die Zeit nicht. Na, das ist genau das Ding. Die Connection zwischen Zuspiel und Mitte muss ja dann schon echt Genau. krass sein. Genau. Aber mit Thomas klappt das sicherlich wunderbar. Ihr habt ja Ja. schon echt ein paar verschiedene Bälle, also über die Saison. Also manchmal ahnt man das auch gar nicht so. Dann den Push sieht man eigentlich schon jetzt öfter, oder? Ich glaube, ich habe den jetzt bei euch schon ein paar Mal gesehen, jetzt auf jeden Fall bei Friedrichshafen auch schon mal. Das ahnt man ja so im ersten Moment nicht, weil man denkt, okay, alles ist irgendwie ein Aufsteiger, was vor dem Zuspieler gespielt wird und nah an ihm dran ist. Aber dann gibt es ja noch so viele Facetten. Ja, wenn du zum Beispiel so einen weggesprungen machst oder einen Doppelpush spielst quasi, dann hast du most likely eine 1 gegen 1 Situation. Und darum geht es. Das heißt, du hast eine 1 gegen 1 Situation und wenn du dann noch Winkel haust, dann ist die Wahrscheinlichkeit daraus, einen Punkt zu machen, relativ hoch. Deshalb wird dieser Call dann meistens auch nicht mit einem Pipe in Verbindung gebracht, weil ja, das dann auch ein bisschen Unruhe reinbringt. Aber ja, also über so Tactics und so weiter, das ist auch wieder ein anderes Thema, wo man philosophieren kann. Sehr cool. Vielen Dank für die abschließenden Tipps noch. Ich glaube, Ja, sehr davon gerne. werden einige profitieren. Ja, hoffe ich doch. Wenn jemand Fragen hat, dann soll er mich irgendwie über Social Media irgendwie kontaktieren. Da werde ich bestimmt auch die eine oder andere Frage noch beantworten können. Sehr gut. Ich kann ja, wenn ich den Podcast hochlade, kann ich ja danach so einen Fragen-Thread aufmachen und dann können wir die zusammen beantworten, wenn es noch welche gibt. So machen wir das. Sehr schön.
Dann würde ich mich erstmal von allen Zuhörern und Zuschauern verabschieden. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, immer gerne wieder. Sehr schön. Also, an alle draußen, tschüss. Das war der Podcast mit Micha. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Wenn es noch Fragen gibt zu dem, was wir im Vorhinein besprochen haben, kannst du mir wie angekündigt einfach schreiben. Ich leite die Fragen dann an Michael weiter und verfasse dazu kleine Stories. Wenn du auch körperliche Beschwerden hast, wie Schulter- oder Knieschmerz oder einfach schneller und explosiver werden möchtest, dann folge mir gerne auf YouTube oder auf Instagram unter Screen to Improve. Dort poste ich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder was zum Thema Prävention und Rehabilitation im Volleyballsport. Danke an all die, die bis hierhin zugehört haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis demnächst.